sein Sohn Nico, dessen Zukunftspläne schon konkret sind. Ja, dass ich da, weil dann kann ich Go-Kart fahren lernen, weil er ein Weltmeister ist. Dann kann er mir Go-Kart fahren beibringen und dann später werde ich Formel 1 fahren und versuchen, Weltmeister zu werden. Ja, der macht. Der Junge weiß, was er will. Ja. Fördert das der Vater? Sehr fest. Ja, klar, muss ich ja wohl, weil Motorsport ist für mich sehr gut gewesen und dann habe ich kein Recht, es meinen Sohn nicht anbieten zu. Wenn er das will, aber das muss er erst selber zeigen, dass er es wirklich fest will. Jetzt ist es immer wieder die Frage, natürlich haben Sie recht, es ist für Sie gut gelaufen, aber sehen Sie denn auch mögliche Nachteile, so eine reine Konzentration, jetzt schon im frühen Alter, wenn er Rennen fährt vielleicht auch und so weiter, vielleicht geht es mal nicht gut und dann läuft es nicht so wie beim Vater. Das ist klar, die Möglichkeit ist immer da. Wir dürfen auch zusätzlich, natürlich als Vater denkt man auch daran, dass Motorsport noch gefährlich ist. Mhm. Zusätzlich. Und das ist natürlich kein angenehmer Gedanke. Andererseits, ich meine, in dem Alter macht man ja alle Sportarten noch. Nur er ist felsenfest davon überzeugt, dass er Motorsportler werden will. Und werden wir sehen. Sie sind ja nicht nur Vater und Rennfahrer, sondern Sie sind auch Manager. Aber sagen Sie selbst, was machen Sie eigentlich alles?